hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Susanne. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ich bin Meisterschaftskurs. Botschaften von Erzengel Michael. Übermittelt von Ronner Hörmann, übersetzt von Shana. In einer dreidimensionalen Realität funktionieren wir meist von einem instinktiven und in einem halbwachen Zustand aus oder reagieren unbewusst auf Ereignisse, die von unseren eigenen Gedanken herrühren und durch unsere eigenen Handlungen entstehen. Deshalb treiben und gleiten wir entlang des Weges des geringsten Widerstandes oder werden gestoßen und gezogen. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir Mitschöpfer sind und nicht Marionetten des Schicksals, dass Gott uns nicht bestraft. Wir sehen uns selbst als Opfer, wenn Dinge nicht gut gehen, und als glücklich, wenn sie gut gehen. Wir werden beherrscht von Angst und Schuld und sind beschäftigt mit unseren Fehlern der Vergangenheit und sind besorgt über die Zukunft. Doch uns wurden all die Talente, Tugenden und Fähigkeiten gegeben, um ein Leben der Freude, des Friedens, des Reichtums und der Liebe zu erschaffen. Es ist unser göttliches Geburtsrecht, wir haben es nur vergessen. Die Stufen zur Erreichung der Meisterschaft und Manifestation eurer Vision. Klarheit der Gedanken und Vision. Ziele definieren. Affirmationen. Emotionale Intensität. Gedanken und Pläne aufschreiben und entwerfen. Immer die höchsten Wahlen treffen. Handlungen vornehmen in Manifestation der Wünsche. Eine Haltung der Dankbarkeit beibehalten. Auf den Moment fokussieren, ihn als perfekt und passend ansehen, auf unser höchstes Selbst ausrichten für das größte und beste Ergebnis. Erste Stufe, Absicht und Bewusstsein, dass etwas verändert werden muss. Zweite Stufe, für Klarheit seine eigenen Gedanken niederschreiben. Dritte Stufe, auf Gefühle und Reaktionen, auf Ereignisse und Menschen fokussieren und Weisheit von der Interaktion erlangen. Vierte Stufe, beschränkende Kernthemengefühle und Glauben eliminieren und willens sein, den Involvierten zu übergeben, besonders sich selbst. Fünfte Stufe, negative Kernthemengefühle und Glauben durch ermächtigende, den Geist und das Herz erweiternde Gedanken ersetzen. Sechste Stufe, die Vergangenheit loslassen, Pläne für die Zukunft machen, auf die Gegenwart fokussieren. Siebte Stufe, immer nach dem höchsten Ergebnis suchen oder darum bitten. Die sieben Gebiete der Lebenserfahrung sind physisch, mental, emotional, spirituell, Wohlstand, Sicherheit, soziale Beziehungen, Lebensmission und/oder Karriere. Selbstermächtigung beginnt, wenn wir entscheiden, aktiv die Rolle über unser Leben zu übernehmen. Was bedeutet, wir werden uns bewusst, dass wir für unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen verantwortlich sind. Wir beginnen, unsere Macht wieder zu übernehmen, wenn wir genug Mut besitzen, den Prozess des Loslassens, der Veränderung dessen zu beginnen, was uns Leid bringt, uns traurig macht oder in irgendeiner Form das vermindert, wer wir sind. Euer Wunsch muss stark genug sein, um das loszulassen oder zu verändern, was nicht eurem höchsten Wohl dient und was auch das höchste Wohl anderer sein wird auf lange Sicht. Und dankbar die Herausforderungen und Möglichkeiten zu akzeptieren, die euch für euer Wachstum und Verständnis begegnen. Meisterschaft wird durch einen Schritt nach dem anderen erreicht. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.